You need to know that I'm a rider. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spin Tires oder Macho Runner, so heißt es ja genau was. Und ja, wir sind wieder zurück und letztes Mal haben wir die nächste Karte abgeschlossen, nämlich die Insel. Die haben wir fertig gemacht hier im Gelegenheitsspiel und dementsprechend war die nächste Karte auf uns, nämlich die Küste, möchte jetzt erobert werden. Ich habe heute auch schon mal Mods reingepackt, das erste Mal. Einfach aus dem Grund, für das Erkunden. Also ich habe jetzt keine Trucks oder so geändert, wir werden einfach die Trucks nehmen, die das Spiel normalerweise hat. Aber ich habe eben ein paar Jeeps und so jetzt mal runtergeladen, ein paar, die ich im Steam Workshop gefunden habe. Matuan hat noch nicht so viele, Spinters hat deutlich mehr Mods, aber es kommt nach und nach, weil die auch teilweise erst konvertiert werden müssen, pipapo. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, wir suchen uns einen Jeep oder Pickup jetzt aus, die ich mir rausgesucht habe, um eben die Beobachtungspunkte abzugrasen. Also wir werden heute in der ersten Folge uns nur um die Beobachtungspunkte kümmern, diese einsammeln und ja, somit haben wir es dann in den kommenden Folgen ein bisschen leichter, das Holz wegzubringen. Das ist soweit der Plan. Ich denke mal, sollte ganz gut laufen. Wäre ganz cool auf jeden Fall und ja, theoretisch müssten die angezeigt werden. Hier sind sie nämlich schon. Ihr seht schon, wir haben ein paar reingeladen. Ja, es sind nicht so viele, wie ich eigentlich ausgewählt habe. Der Lentor war halt in 50 unterschiedlichen Versionen drin. Das ist halt die Sache. Wir haben einen X6M drin. Und den können wir theoretisch auch zurückrufen, der ist in der kleinen Kategorie. Dementsprechend, wir werden auch ein Fahrzeug nehmen, was zurückrufbar ist, weil das ist, soll den Jeep ersetzen, den man als Anfangsfahrzeug hat, das ist also ganz gut. Dementsprechend, schauen wir mal, wir haben ja auch ein paar Ford Raptors, wir haben schöne Volvos drin. Dann, was haben wir noch? Genau, Land Rover, hier haben wir noch ein paar Ford Raptors. Land Rover Discovery haben wir drin. Und ja, das sind so die Fahrzeuge, die jetzt mal reingekommen sind, die ich mir mal im Workshop rausgesucht habe. Ich überlege gerade, welchen wir fahren. Ich würde normal eigentlich den kleinen Raptor fahren. Das Problem ist, wie gesagt, der ist nicht zurückrufbar. Und ich will gerne ein zurückrufbares Fahrzeug. Aber brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir ein zurückrufbares Fahrzeug? Ich weiß gar nicht. Ich würde nämlich, ich weiß nicht, ob ich Ford Raptor wäre cool. Da hat der Mod aber schon geschrieben, dass der OP ist. Und ich will jetzt eigentlich nicht direkt zum Start eine Karre haben, die komplett durch den Schlamm wirft, irre. Aber das ist auch geil. G-Klasse, stimmt. Eine hochgelegte G-Klasse. Und ja, ich habe nach einer G-Klasse 6x6 gesucht. Das war meine erste Idee. Gibt leider noch keine Fitness. Also das ist doch ein bisschen schade. Ich hoffe, da kommt noch was. Wir können natürlich einfach ein Volvo nehmen. Das wäre natürlich ein bisschen harmloser, aber das ist auch nicht zurückrufbar. Warum sind die denn nicht alle zurückrufbar? Die 6 will ich jetzt noch nicht haben. Ich überlege gerade. Discovery, G-Klasse oder der hier. Was nehmen wir denn jetzt? Wir können maximal 3 Fahrzeuge haben, weil das dabei, deswegen. Two Wheels One. Okay, das sind einfach nur unterschiedliche Felgen, die wir drauf haben. Die wir da montiert haben. Die Raptor ist halt zu krass. Die G-Klasse ist, glaube ich, auch schon relativ übel, würde ich behaupten. Weil die auch relativ hochgelegt ist. Wisst ihr was? Wir fangen einfach mal mit dem Land Rover an. Den finde ich noch relativ harmlos. Der wird ja auch komplett OP sein. Wir werden es herausfinden gleich. G4, Discovery 3. Wir nehmen den einfach mal in Silber. Das wirkt nämlich hier so ein bisschen krasser. Und ich will keine zu krasse Version haben. Ich will was harmloses. Deswegen nehmen wir mal den. Wow. Das ist wunderschön hier oben drüber geschrieben alles. Dann haben wir den Truck dabei. Und jetzt brauche ich noch einen zweiten Truck. Warte mal. Mit welchen habe ich denn dabei? Wie viele Gewichtspunkte an der 2 gerade mal? Den haben wir theoretisch jetzt neu frei, ne? Die Spielbalance ist voll im Arsch, die wir uns gerade machen. Ist mir aber auch relativ latte, um persönlich zu sein. Nehmen wir den noch mit. Den hatten wir letztes Mal dann dabei, ne? Ich glaube, so ein 2er ist schon gar nicht mehr verkehrt. Oder wir nehmen nochmal so 3. Ich weiß halt nicht, was ich hier alles draufpacken kann. Das ist halt so mein Problem. Ich weiß nicht, was ich da draufpacken kann. Deswegen, komm, nehmen wir den nochmal mit. Das Kartengleichgewicht. Okay, und? Ah, nee, ach, es darf nicht... Okay, was ist denn das Kartengleichgewicht? Wie viel darf ich denn da haben? Das ist halt die Frage. Den will ich auf jeden Fall mitnehmen, um mal zu testen, was der kann. Immer noch. Der Land Rover ist halt voll bad. Also, obwohl, was, wie viele Punkte bringt der drauf? Der Land Rover, wie hat der Punkte? Ich gucke nochmal kurz. Ein Punkt, also der ist schon mal nicht das Problem. Krass, also soll ich am besten nur einen Truck mitnehmen, ne? Dann müssen wir den theoretisch... Genau, wir können 5 Sterne können wir haben. Okay, dann kann ich theoretisch noch einen kleinen Truck mitnehmen. Dann kommen immer noch einen kleinen Truck mit. Ich weiß ja nicht, was wir auf den draufladen können. Den werde ich jetzt mal kurz am Startpunkt erst auswählen, weil ich gucken will, was da drauf kann. Weil wenn wir da nichts draufladen können, bringt uns ja dann nichts. Dementsprechend, so, würde ich mal sagen, starten. Obwohl, warte, hätte ich auch... Jetzt die Spielbalance-Heile. Theoretisch könnte ich auch so machen und ich kann trotzdem starten, ne? Nee, kann ich nicht. Ah, okay, geht nicht. Okay. Gut, jetzt kann ich. Okay, wir werden mal kurz gucken, was man auf den orangen LKW draufladen kann. Das weiß ich nämlich nicht. Weil wenn ich da kein Holz draufladen kann, bringt mir das nicht viel. Und dann haben wir schon mal unseren Land Rover. Den können wir gleich auch schon mal umbauen. Oh, der sieht schon cool aus. Ist schon nicht schlecht. Oh, mal gucken. Wie gesagt, erste Mod, den wir jetzt drin haben. Aber bevor wir das jetzt machen, möchte ich mal ganz kurz... okay, jetzt habe ich gerade den Bumper dran gemacht. Ich wollte aber kurz auf Forge geschritten, weil ich den Truck wechseln wollte.
Oh, ist die Innenperspektive? Nicht schlecht, gefällt mir, hallo. Genau, so, ich würde gerne den Truck wechseln. Wieso kann ich das jetzt nicht? C, genau, das ist der hier. Da will ich mal kurz wechseln. Wie viel Holz müssen wir eigentlich wegbringen? Bitte acht an jedes Sägewerk. Eieiei, okay, warte mal, haben wir ein Sägewerk überhaupt? Ich guck mal kurz, wir gucken uns mal kurz erstmal die Map an, bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Wir haben da ein Sägewerk. Da ein Sägewerk. Da haben wir eine Holzstation. Da haben wir eine Holzstation. Ach du Scheiße. Okay, wir haben auf jeden Fall gut was zu fahren. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir brauchen 8 Punkte. Was kann ich bei dem maximal dran packen? Mehrzweckanhänger. Reparaturpunkte. Kurzer Holzanfänger. Warte mal, Ladefläche. 3 Holzpunkte. Holzauflieger mit Kran. Wird benötigt, um mittlere Holzanhänger zu montieren. Da kann man mittlere stellen. Ich glaube, bei dem kann man keine lange machen, ne? Schätze ich mal. Oh, warte mal, können wir nicht Ladefläche und kurzen Holzanhänger? Wir machen mal kurz Ladefläche drauf. Können wir nur noch kurzen Holzanhänger dranpacken? Da kann man ja theoretisch 6 Punkte mit denen schleppen, ne? Okay, dann werden wir das mit dem so machen. Okay, den können wir halt benutzen. Okay, alles cool. Dann werden wir den auf jeden Fall nutzen zum Holz transportieren, weil den haben wir neu. Den können wir ja auch mal ausprobieren dementsprechend. Werden wir den also dementsprechend mal probieren. So, wir gehen jetzt zum Land Rover. Weil mit dem Kollegen werden wir die Beobachtungspunkte heute anfahren. Jetzt gehen wir mal kurz gucken, was wir bei dem alles so Schönes anbringen können. Wir haben gerade ein... Wir können die Frontbumper theoretisch demontieren. Was Quatsch ist, der muss, glaube ich, dran. G4-Challenge. Das ist einfach nur Sticker, die man dran packen kann. Ne, gibt's nicht. Okay, das ist nicht verfügbar. Das ist wahrscheinlich dann nur für den anderen verfügbar. Nicht für den hier. Lightcovers. Können wir das Licht abdecken? Machen wir ruhig mal. Komm, Dach aufpacken wir mal auch drauf. Snorkel ist einfach besser, um natürlich, ja, nicht abzusaufen. Nehmen wir auch mal mit. Die Toolbox. Trägt 400 Reparatur. Oh, und 2 Werkstattpunkte tragen wir damit mit uns rum. Das ist natürlich geil, weil 2 Werkstattpunkte, dann können wir die nächste Werkstatt theoretisch damit fast freischalten. Nehmen wir also auch mit. Und was ist Trailer Hitch? Wird benötigt, um Trailer zu montieren. Okay, den brauchen wir jetzt nicht. Wir schleppen nichts mit dem Ding ab. Dementsprechend alles gut. Jetzt kann ich die Sachen doch transportieren. Ach, okay. Jetzt kann ich die transportieren, weil ich das Roof Rack drauf habe. Okay. Und da kriegen wir noch Sprit mit dabei. Ja komm, alles dran, das Ding wird vollgepackt. So, jetzt haben wir Sprit, Reparaturpunkte und Werkstattpunkte dabei. Das der Ding ist eigentlich schon nicht schlecht, ne? So als Beobachtungsfahrzeug aus. Schau, Fahrzeug taugt das hier schon was, ne? Ich glaube, der wird öfters dabei sein jetzt in kommenden Folgen, in kommenden Maps, weil das macht schon Sinn, weil da können wir nämlich die Beobachtungspunkte mitnehmen und die Werkstatt theoretisch aufdecken, obwohl wir natürlich nur 2 Punkte haben, aber na gut. So, wir schauen mal. Wir sind nämlich hier und wir wollen den ersten Beobachtungspunkt nehmen. Das ist nämlich hier einer, dann haben wir noch da einen. Und da ein und da ein. Die sind nämlich alle hier in die Richtung. Dementsprechend schauen wir mal. Wie gesagt, ich schätze mal, mit dem Land Rover sollten wir viel mehr Scheiße bauen können. Aus dem einfachen Grund, es ist für einen Land Rover. Dementsprechend, das ist ein Jeep. Wir sind beweglicher. Und ja, das werden wir einfach mal ausprobieren, ob das so geht. Dementsprechend werde ich mir direkt meine Route setzen, die einfach mal wild hier reingeht. Und dann hier zum Beobachtungspunkt. Das ist das Ziel. Da müssen wir hinkommen. Und schauen wir mal, ob das heute klappt. Ich bin mal gespannt. So. Ach, sieht schon mal fett aus, die Kiste, muss ich sagen. So, da geht natürlich auch ein bisschen mehr ab. Aber ich denke mal, der ist ein bisschen nicht so OP wie die Gegner, weil die Gegner extremst hochgelegt war. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein Hauptproblem. Und der Raptor war halt, ja, der hat Modder selbst geschrieben, ist so ein Spaß-OP-Fahrzeug. Dementsprechend, ich möchte ein bisschen schon eine Herausforderung haben. Aber ich denke mal, so als vorausschauendes Beobachtungsfahrzeug ist so ein Land Rover jetzt mal nicht verkehrt, um uns so ein bisschen die Map aufzudecken. Und dadurch können wir auch mal ein bisschen Mods testen. Bei den... Es ist halt krass, wie dieses Spiel einfach jedes Achievement feiert. Als hätte man gerade den Weltfrieden hervorgerufen. Wir haben höchstwahrscheinlich 100 Bäume gefällt, also 100 kleine Bäume umgefahren. Das bedeutet den Weltfrieden in Matuana. Es ist halt so geil, wie einfach alles mit Rockmusik gefeiert wird. Was, du hast 100 Bäume umgefahren? Du krasser Dude, das ist ja der Wahnsinn. Lass uns das mal abrocken, so ungefähr. Nee, wie gesagt, bei den Mods muss ich mal gucken. Bei den Jeeps blicke ich ja durch, was sie sind. Und dann bei den LKWs halt denke ich mir, ja, das ist halt noch ein weiterer russischer LKW, wo ich nicht weiß, was der macht und was der kann. Der sieht fast so aus wie die anderen russischen LKWs, die im Spiel sind. Also bei dem blicke ich halt noch nicht so ganz durch. Da bin ich halt noch so ein bisschen, ne, da bin ich noch ein bisschen doof. Deswegen erstmal die Jeeps, gucken wir uns erstmal durch. Die können wir erstmal als Erprobungsfahrzeuge angucken und dementsprechend. Und wir haben ja noch neue LKWs, die wir freischalten nach und nach. Und die können wir ja auch erstmal noch fahren. Aber wie gesagt, als Entdeckungsfahrzeuge kann man ja ruhig da mal ein paar Mods nutzen. Da gibt es ja ein paar. Dementsprechend eignet sich ja das da ganz gut für. So. Haben wir eigentlich irgendwelche Features bei dem Ding? Okay, wir können natürlich reparieren. Wir können tanken. Mechanismen Suspension? Was machst du damit? Ich habe keine Ahnung, was das macht. Egal, ich lasse es einfach mal so, wie es ist. So, dann gucken wir mal. Das ist aber ein schöner Weg, den es hier gibt. Ich weiß nicht, ob ich hier mit dem LKW hier... Ho, ho, unbedingt durch... Ach du Scheiße.
unbedingt durchfahren würde. Der Land Rover, der packt das hier ohne Probleme. Der jagt hier durch wie ein junger Gott. Aber im LKW weiß ich nicht, ob ich hier durchfahren wollte, weil das ist schon ganz schön böses Terrain. Also erstmal, weil es hier relativ schlammig ist, plus die tiefen Wasserpfützen. Und dadurch, dass wir jetzt einen LKW mit Hänger haben, also wir haben diesmal keinen Auflieger wie sonst, sondern diesmal fahren wir richtigen Hänger hinten dran, wird das Ding entsprechend anders interessant. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da ist der Beobachtungspunkt. Da fahre ich aber da vorne die Straße lang auf jeden Fall. Hier ist sogar eine richtige Straße, das ist natürlich auch ganz geil. So, dann gucken wir mal. Boah, ich freue mich schon auf die ganzen Mod-Maps, wenn wir da mal welche... gibt's überhaupt Mod-Maps? Ich habe in dem Steam Workshop nur Autos gefunden. Gibt's überhaupt noch andere Maps? Das ist die Frage. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, gibt's für Mudrunner noch Mod-Karten? Weil ich weiß, das Winter es gab's, also ich weiß nicht, ob es für Mudrunner... Gibt's vielleicht im Workshop nicht? Muss man die anders suchen? Oder, wie gesagt, klärt mich da mal auf, wie sieht das aus mit Karten? Weil, wie gesagt, auf Dauer wollen wir natürlich auch noch andere Karten haben. Damit wir ein bisschen mit den Mods rum experimentieren können, weil ich habe da Bock drauf. Weil das macht schon ein bisschen Spaß. Macht schon ein bisschen habe ich da Laune dran. So, Beobachtungspunkt, Rockmusik, ab geht's! Ja, okay, stimmt, hier gibt's ja gar keine. So, Blockstelle ist offen. Okay, hier ist auch wieder so eine Blockholzstelle. Da haben wir eine Werkstatt. Da können wir theoretisch erstmal Zeug abliefern. Ist das die einzige Werkstatt? Ne, wir haben... Ach krass, wir haben zwei Werkstätten. Heieiei. Aber das... Oh Gott, wenn ich die Route anfahre... Ja, theoretisch kann ich die Route fahren. Weil wir werden dann eh über die Holzstation, wenn wir so fahren, hier lang, die Straße oder die Straße, und dann fährt man hier lang, dann geht das schon wieder, dann ist das wieder eine ganz andere Strecke. Problem ist, wenn das hier zu ist, ey, das wird lustig. So, wir fahren jetzt erstmal hier lang, dann machen wir kurz mal Werkstatt, packen wir mal zwei Punkte rein, zwei haben wir ja dabei. Die können wir ruhig mal da mitnehmen. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich muss da lang. Komm ich da rum? Das ist ein Weg? Eieiei, okay, ich bin mal gespannt. Also wir fahren auf jeden Fall gerade einige Wege, die ich mit dem LKW lassen sein sollte, hier mit dem Jeep oder mit dem Land Rover. Kein Ding, easy, der rockt hier durch. Ich schätze mal, ohne die Frontstoßstangenhänger hätten wir auch gar keinen Haken, oder? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hätten wir dann eine Seilwinde? Das könnte nämlich gut sein, dass wir dann keine gehabt hätten. Das wäre natürlich böse gewesen. Weil hier, wenn du dich festfährst, kann eine Seilwinde natürlich auch hier mit dem Ding notwendig sein. Aber bisher ist hier noch relativ entspannt, der Kollege. Aber ist echt schön gemodelt, muss ich sagen. Also, ich sag, finde ich auch echt innenraumtechnisch und so, finde ich schon echt schick. Oh, hier. Der Lenkrad bewegt sich nicht, aber da jetzt mal drauf geschissen. Sonst kann man das eigentlich machen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich habe mich gerade voll über die Steine hier weggehuppelt. Gucken, dass wir hier wieder hochkommen. Kurz mal einlenken. So, jetzt hier mal schön entspannt drüber. Das ist immerhin Land Rover. Also der hat da nicht so seine Probleme mit. Alles gut. Vielleicht haben wir hier unsere Survival-Ausrüstung. Geht die Karre kaputt, reparieren wir sie selber. Ja, da haben wir keinen Sprit mehr, tanken wir die Karre. Easy. So muss das sein. Selbst ist der Mann. Oder selbst der Land Rover-Fahrer. So, hallo. Ich bin echt gespannt auf die Map mit dem LKW, weil das wird natürlich dann wieder eine ganz andere Sache. Ach du Kacke. Also beide Beobachtungspunkte hätte ich so direkt niemals mit den LKWs anfahren können. Also hätte ich schon, aber das wäre ein Kampf geworden. Hier dürfte vorne wieder ein bisschen fester sein, ne? Ja, ich dachte schon, ey, wenn der ganze Weg so schlammig ist, dann hätten wir uns auf jeden Fall mit der Seilwinde mal Hallöchen sagen dürfen. Hoppa, wir drehen trotzdem durch. Jetzt haben wir Grip, sehr gut, alles gut. So. Das ist eine Werkstatt. Wie soll ich mit dem LKW hier in eine Werkstatt hochkommen? Zwei Punkte müsste ich dadurch abliefern können, oder? Direkt zwei Werkstattpunkte. Können wir zwei schon mal reinpacken. So. Müssen wir noch zwei hinbringen, theoretisch. Müssen wir mal gucken, ob wir das mit dem LKW machen oder wie wir das dann lösen. Weil ich will ja alle Werkstätten freischalten. Sonst kann das mit dem Land Rover dann nochmal machen werden. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben hier noch weiteren Oberlangspunkt. Da fahren wir einfach die Straße runter und dann wieder fahren wir mal links. Deswegen erstmal den Weg hier wieder entspannt vorsichtig runter. Runter können wir ja schneller, der Schlamm dürfte uns sogar aufhalten ein bisschen. Da vorne auf dem Weg muss ich, ne, warte, hier. Doch, ich sollte da vorne auf die Straße, nicht durch den Fluss hier fahren. Das wird, glaube ich, auch nicht funktionieren, das wird nicht lange gut gehen. Fahren wir mal hier vorne auf die Straße drauf. Schön wieder, schön dreckig wird hier. So. Wir haben noch bisher keinen Fluss, wo ich den Snorkel gebraucht hätte, oder den Schlauch da oben, weil der ist ja dafür da, wenn die Karre eben im Motorraum unter Wasser ist, dass er oben dann eben trotzdem Frischluft ziehen kann. Hatten wir jetzt aber noch keinen. Obwohl, der eine Fluss ist immer ganz gut tief eingetaucht, aber nur kurz. Also dementsprechend wäre das jetzt kein Problem gewesen. Eieiei. Ich glaube auch ganz schön die Nebenwege hier sind ganz schön böse. Haben hier eine Bodenfreiheit. Ey, mit dem LKW hätte ich mir schon wieder alles kaputt gemacht, komischerweise. So, fährt man sich die Reifen wirklich wieder sauber, wenn man auf Asphalt fährt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil der rüttelt jetzt, wie ihr seht, noch ganz gut. Aber ich glaube, man fährt sich die wieder sauber. Kann das sein? Das wäre natürlich ganz cool. So, hier neben ist direkt
der nächste Beobachtungspunkt. Da fahren wir doch mal hier entspannt rein. Das schaffen wir nämlich. Das ist das Gute. Wir sind ein bisschen kleiner, dadurch können wir hier das easy anfahren. Klar, wir hatten auch vorher schon einen Jeep, aber ich finde Land Rover ein bisschen cooler als den Jeep, den wir hier bisher hatten. So. Punkte Nummer 2. Dann haben wir noch... Zwei Punkte haben wir noch. Da hinten haben wir direkt einen hinter uns. Fahren wir den erst an, oder? Würde ich sagen. Deswegen drehen wir mal ganz kurz hier rückwärts raus. Easy. Jetzt noch ein paar Bäume mehr umfahren. Vielleicht gibt es noch ein Achievement für 200 Bäume und Büsche. Kann ja gut sein. Ich finde cool, wie er auch die Seitenspiegel dann nutzt, wenn er rückwärts fährt. Seht ihr? Also der Typ dreht sich halt, was die Perspektiven angeht, echt realistisch um. Das gefällt mir echt gut. Also er ist so vom Verhalten her ist er halt relativ realitätsnah. Blockstelle ist offen. Also hier kann ich wirklich... Trucks ohne Holzladung. Ach du Kacke. Also müssen wir dann wirklich, ja, außen rumfahren. Da hinten haben wir noch zwei Trucks, die gesperrt sind. Der B66 und K700 haben wir wieder einen. Sehr gut. Den werden wir schon eh wieder gebrauchen. Haben wir hier einen Truck versteckt? Nee, hier ist keiner. Dann können wir die beiden, müssen wir uns dann auch noch gleich mal sichern. Die holen wir uns gleich schon mal kurz. Die werde ich schon mal in der Ecke mit dem Jeep hier aufdecken. Jetzt brauche ich erstmal keinen Allrad und keine Diffsperre. Das kann ich erstmal auslassen. Dann können wir ein bisschen entspannter hier lang ballern. Ich darf noch nicht zu weit fahren. Nicht, dass ich hier die Beobachtungsbrücke... Der ist irgendwann rechts. Okay. Ah, ich weiß schon. Ja. Okay. Einmal Arbeit ist an, weil da werden wir ohne nicht hinkommen. Die sind ganz schön fies. Also die Beobachtungspunkte so sind echt fies gesteckt. Ich bin echt gespannt auf die nächsten Maps. Ich habe nämlich das Gefühl, die Map ist auf jeden Fall wieder härter als die Insel. So, was die Beobachtungspunkte angeht, um da ranzukommen. Also wie gesagt, mit dem LKW sind teilweise die Dinger hier... Es ist echt assi. Also gut, dass wir heute bei der Map jetzt mal auf Mods geschaut haben und gesagt haben, komm, jetzt holen wir uns mal einen Land Rover. Ah, hier haben wir auch noch einen Truck. Guck mal an. Ja, die beiden muss ich auf jeden Fall aufdecken. So, wir können theoretisch einfach geradeaus fahren und dann zur Beobachtung, weil geradeaus ist irgendwann eine Straße. Da fahren wir doch mal in die Richtung einfach durchkommen. Im Land Rover dürften wir ja eigentlich ohne Probleme durchs Unterholz kommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Hier liegt nämlich ein Baumstamm im Weg. Auch mal entspannt drüber. Ja, kurz die Tanne geküsst. Da vorne ist mir wieder die Straße, da will ich einfach hin. Ja, auch nochmal geküsst, kommt denn gerade. Da vorne ist nämlich ein Weg, da sollte man nämlich jetzt... Oh, okay. Ein bisschen vorsichtig sein. Hier ist nämlich ein bisschen Sumpfgelände. Das habe ich nicht gesehen. Oh. Vorsichtig. Das Gute ist, wir haben hier viele Baumstümme, die ich hoffentlich als Windenpunkte nutzen kann, weil sonst haben wir hier gleich ein Problem. Fahre ich den Land Rover nicht gerade schön fest. Komm schon, Baby. Easy. Komm. Nicht festfahren. Fahre ganz entspannt durch. Oh, sieht auch schön unsere Spur. Das ist schön. Das mag ich bei Matuana. Du siehst halt immer direkt, wo du lang gefahren bist. Ich fange auf den scheiß Baumstamm auf, ne? Ist nicht so gut. Ich schieb mir den gerade komplett unter die Karre. Backup hänge ich gleich drauf fest. Das wäre sehr ungeil. Ah, geht noch alles. Okay, jetzt haben wir gleich wieder festes Gelände. Sehr gut. Ja, noch nicht. Noch schwimmen wir mal ein bisschen. Ja. Komm. Ja. Wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Alles gut. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wer Beobachtungspunkt ist. Fahren wir hier den Weg auf jeden Fall mal rechts rum lang. Ey, das ist hier schlammig. So, jetzt müsst ihr eigentlich wieder auf festen Boden kommen, oder? Das ist ja auch so. Ich wollte schon sagen, hier müsst ihr eigentlich wieder ein bisschen fester werden, oder? Ja, hier wird es wieder fester, sehr gut. Komm, hier über die Baumstämme rüber. Hier liegt ein bisschen Scheiße auf dem Weg. Ey, die Map ist auf jeden Fall, was die Wege angeht, deutlich schwieriger als. Alter, hier ist überall Schlamm. Als noch. Die Insel, wie gesagt, die Insel fand ich sehr leicht. Ich fand die im Verhältnis wirklich viel zu leicht. Ich glaube, hier werde ich mit den LKWs auch richtig meinen Spaß haben. Ist recht, weil ich mir jetzt die Idee hatte, einen LKW mit Hänger fahren zu wollen. Oh. Vorsichtig. Nicht eingraben, Kollege. Alter, ist das schlammig hier. Muss ich schon mal merken, die Wege, die ich jetzt schon gefahren bin, fahre ich alle bloß nicht mit dem LKW. Komm. Alter, warum grabe ich mich denn immer weiter ein? Warum kommen wir denn nicht mehr aus dem scheiß Schlamm raus? Das ist doch ein normaler Weg hier, oder nicht? Guck hier. Krass. Ich habe gedacht, das wäre einfach ein normaler Weg, aber der steht voll unter Wasser. Hier, ah, jetzt haben wir wieder. Jetzt ist wieder fester Boden. Geht doch. Alter, was war das denn hier? Okay, ich nehme es zurück. Das geht direkt weiter so. Wir sind hier gerade voll in so einem kleinen Sumpfgebiet gelandet. Scheiße. Komm schon, Land Rover. Du schaffst das. Habt ihr ja früher nie durchgeblickt, dass Land Rover und Range Rover ja eigentlich dieselbe Marke ist, also dieselbe Firma dahinter steckt. Range Rover ja eher so die normalen SUVs sind und die Land Rovers halt wirklich die Dinger, wir kloppen die Dinger richtig mal durch, richtig über den Acker.
Also die halt wirklich, die wirklich offroaden können. Die Range Rovers können das zwar auch, aber sind ja eher so die SUVs. Und das hier ist schon ein richtiges Offroad-Fahrzeug. Alter, ich bin voll in einem Sumpf. Wieso? Das Sägewerk ist mitten in... Ihr wollt mich doch verarschen. Wie gesagt, ich könnte mit dem LKW dann die Route hier fahren. Oder diese hier. Und wie wir gerade lernen, ist diese hier richtig scheiße. Also die wird nicht besser sein, weil die... Alter, wir werden richtig Spaß haben. Wir werden richtig Spaß mit der Map haben. Alter. Die Küste heißt die Map, ne? Küste, ja. Die ist schon böse. So, jetzt sind wir irgendwie gerade aus... Irgendwo ist ein Beobachtungspunkt. Pff. Ach, du Scheiße. Wie soll ich denn da hinkommen? Halt, gibt's da... Ich wette davon, hier ist irgendein Weg. Hier gibt's irgendeinen richtigen Weg dahin. Na gut, jetzt haben wir uns hier angefangen. Jetzt müssen wir uns hier durchschlagen. Komm. Kriegen wir hin. Vielleicht müsste ich auch einen 1-Plus... Der 1-Plus wird er gar nicht haben. Ne? Doch, 1-Plus hat er. Okay. Ja. Wir, erstmal müssen wir rollen. Dann können wir, wenn wir im Fahrt sind, können wir 1-Plus reinlegen. Vorher nicht. Nein, 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 nein. Ach, wir müssen das richtig... Wir sind zu langsam, um 1-Plus einzulegen. Ah, jetzt können wir. Okay. Wir, okay. Jetzt verkacken wir gleich, wenn ich es falsch anstelle. Wo muss ich denn hin? Ja, so ist ungefähr die richtige Richtung. Da. Ja, das ist gut. Hier kommen wir gerade wieder gut. Oh, hier ist fester. Hier ist fester. Ach, oh, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, wir hätten die ganze Zeit das scheiß Sumpfgebiet. Hier geht's wieder ein bisschen, oder? Sieht zumindest danach aus, als würden wir jetzt gerade nicht so sehr einsinken. Ja, es ist ein bisschen angenehmer, hier durchzukommen mit dem Land Rover. Da vorne ist wieder ein bisschen Sumpf. Muss mal gucken, dass ich auf der richtigen Route bleibe. Wir sind viel weiter links. Hinten wird da irgendwo zwischen sein. Machen wir mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ich will mich hier nicht umso durch Sumpf kämpfen, wo ich gar nicht lang muss. Ich muss mal gucken, dass ich da vorne gleich irgendwo zwischen den Bäumen überhaupt durchkomme. Ja, komm schon, Baby. Nicht festgraben. Alter, der hängt aber auch tief drin, ey. Meine Fresse. Oh, jetzt haben wir gleich ein Problem. Jetzt wird es nämlich gerade immer tiefer. Na, ja, ja, doch, wir kommen noch weit. Mein Gott, das ist aber auch ein Biest, das Ding, ey. Oh, jetzt... Ah, wir bewegen uns immer noch. Das ist schon krass. Also, der kann sich echt... Der gibt so schnell nicht auf. Ja, komm, Baby. Ja, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Ich habe keine Ahnung, wo ich da durchfahren soll, weil da ist irgendwie keine Lücke. Ich bin so samt am Gas, aber ich kann nicht Vollgas geben. Dann passiert nämlich das hier. Ich raue es nämlich schön ein. Kann ich mal kurz gucken, komme ich hier irgendwie hier... Ja, hier ist wieder ein bisschen fester. Hier komme ich, also kann ich mich schön durchlenken, ne? Ach, kann ich umfahren. Träumchen. Stimmt, wurde mir ja mal gesagt, die Dinger kann ich umfahren. Ich falle da jedes Mal drumherum, weil der geistige Instinkt mir sagt, wir können auch keine scheiße Bäume umfahren. So, fahren wir hier nochmal durch. Hier rechts durch. Da, hallo. Hier, ja, da möchte ich durch. Ja, genau. Dadurch, das passt schon irgendwie. Den überfahren wir einfach, den Baum. Alles gut. Scheiß auf die Natur. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Alter, was zum Geier. Das ist ja auch ein Weg, oder was? Das kannst du doch... Was fährst du da? Ich habe, glaube ich, echt den falschen LKW für diese Karte ausgewählt. Das wird richtig lustig werden. Wir werden richtig Spaß haben. Den Truck, den ich gewählt habe, der wird uns komplett in die Scheiße reiten. Aber sowas von. Wir werden den K700 alle 5 Minuten holen. Oh, das wird lustig. Das wird... Freut euch auf die nächsten Folgen. Ich werde jetzt nicht mehr zurückziehen. Wir werden mit dem Ding das durchziehen. Ist mir egal. Wir werden ein paar Folgen. Deswegen haben wir hier viele Bäume. Ich kann die Karre immer wieder irgendwie rausholen. Ich bin jetzt mal auf die Straßen gespannt, die wir gleich aufdecken. Ob ich eine total bescheuerte Route gefahren bin und es eigentlich viel klüger hätte machen können. Wahrscheinlich ist es so. Ach, nicht gegen den Baum fahren. Da kommen wir durch. Komm. Hallo. Rückwärts. Jetzt schalte mal wieder auf Automatik. Ach Mann, ey. Jetzt muss ich selber rückwärts schalten, weil das Spiel es nicht mehr macht. So. Okay, ich fahre schon außen rum. Ich lasse es jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Automatik wieder zurückgehe. Ich lasse ihn jetzt einfach mal. Ach, da unten Automatik. So. Danke. So. Erkunde Küste. Navigationskarte erhöht. Sehr gut. Ja, da hätten sie einen direkten Weg hingegeben. Sehr gut. Ich bin also total dumm gefahren. Gut. Das haben wir jetzt auch aufgedeckt. Sehr schön. Aber soweit erstmal alle Beobachtungspunkte jetzt fertig. Das ist schon mal sehr angenehm, weil wir dadurch ungefähr wissen, wie wir fahren können. Um diesen Berg gibt es eine ganze Strecke. Ach du Kacke.
Also das Stück hier, das ist komplett gesperrt. Da kannst du normal mit dem LKW gar nicht lang. Also heißt, wenn wir Holz holen... Ach du Scheiße. Dann dürfen wir hier auch nicht lang. Dann müssen wir wirklich diesen... Ach du Kacke. So, hier haben wir noch zwei LKWs, die ich mir gerne holen würde. Wo sind wir denn? Oh Gott, komme ich da überhaupt hin? Ich werde mal gucken. Wir fahren jetzt zurück hier auf diese Straße. Dann fahren wir... Da lang. Nee, warte mal. Nochmal da lang. Da. 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 Kommen wir hier auf den Weg, genau. Gucken, ob wir das die Folge noch machen oder in der nächsten Folge noch weiterkunden. Müssen wir mal schauen. Dann hier. Hier. Fahren wir voll durchs Wasser. Das wird niemals gut gehen mit dem Land Rover. Und ja, das wird irgendwie funktionieren. Ja, ich mach das mal. Wir wollen hier unten, haben wir nämlich noch zwei LKW stehen. Die hätte ich gerne. Die hätte ich doch noch ganz gerne. Wo ist denn jetzt die scheiß Map? Da muss ich lang. Okay. Das wird niemals... Da hinten müssen wir durch den Fluss fahren. Ich glaube nicht, dass der Land Rover das schafft. Also höchst... Also er schafft es schon durch Flüsse. Ich weiß halt nicht, wie tief der da ist. Das ist nämlich das Problem, weil irgendwann ist auch ein Land Rover mal am Ende. So, mal kurz wieder hier ein bisschen das Unterholzblatt... Ach, Mann, ey. Unterholzblatt machen. So. Schön, wir haben noch keinen Schaden genommen. Und wir fahren jetzt diese traumhafte Straße, die hier ihren Weg bahnt. Das ist eine wunderschöne Straße. Die ist wirklich gut ausgebaut. Ein bisschen was vom Berliner Flughafen. So fertig ist die hier. So, komm schon. Also ich werde mal die beiden Fahrzeuge nächste Folge noch entdecken, das werden wir die Folge nicht mehr schaffen. Aber wir können schon mal in die Route fahren, in die Richtung fahren. Boah, ich habe echt Schiss von nächster Folge, den LKW, den wir gewählt haben. Das kann nicht gut gehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Ding ein Offroad-Teil ist. Also, der kann schon ein bisschen schwer Offroad, sonst wäre der hier nicht im Spiel. Aber ich meine halt im Sinne von dieser Karte, weil ich habe jetzt halt, bin von der Insel verwöhnt gewesen, dass alles scheiße einfach ist und die einfach hinterhergeworfen wird. Und die Map nimmt dich einfach auseinander. Die Küste ist einfach Schlamm. Keine Wege. Mach mal. Und ich dachte mir, nehmen wir doch den harmlosesten LKW mit einem Hänger hinten dran. Was ist da denn? Halle. Ach Gott, komm. Ach, das ist ein Sägewerk. Oder eine Stammausgabe, eins von beiden. Das ist ein Sägewerk. Okay, hier ist eins. Okay. Ach, komm. Alter, das ist alles so schlammig. Ich weiß nicht, ob unser Jeep sich nur so eingräbt oder ob der LKW es dann austun wird. Wenn ja, habe ich echt Schiss davor. So, komm schon. So, alles gut, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. So, hier ist auch ein schöner Weg. Traumhaft. Die Sonne geht gerade auch schon mal ein bisschen unter, dementsprechend werden wir noch ein bisschen in der Nacht unterwegs sein hier mit dem. Ich hoffe, wir müssen nicht mit dem LKW im Dunkeln anfangen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ich fahre die Strecken hier echt ungern mit dem LKW im Dunkeln. Ich möchte erstmal ein bisschen gucken, wie der so drauf ist. Da haben wir einen Weg lang, den fahren wir mal eher. Hier ist gerade mal ein bisschen fester, hier kann man ein bisschen mal durchfahren. Das ist ein bisschen angenehm. Hakko, hier, aber komm mal voran. Ohne sich alle 5 Minuten einzugraben. Also haben wir uns nicht festgemacht, Land Rover. Das hätte mich aber auch gewundert, muss ich sagen. Ah, hier ist ein schöner, fester Weg. Also dieser kleine Weg hier, den kann man auf jeden Fall mit dem LKW fahren. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man sich super hart eingräbt. Und hier sind überall Bäume, also man kann sich immer wieder rausziehen. Und wenn es dann halt darauf hinaus ist, dass man von Baum zu Baum ziehen, aber wenn man vorankommt, ist ja egal. Jetzt kommen wir in den Flussbereich, den ich mir markiert habe, ne? Wie habe ich denn davor durchzufahren? Ja, ich fahre mal rein. Gucken, ob der Motor absäuft. Probieren wir es. Oh, oh. Ist tief, ist ganz schön tief. Nein, das können wir auch mit dem Schnorchel klicken. Hahaha. ja, dann muss ich hier außen rumfahren. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, hier irgendwie am Ufer mich lang zu hangeln. Ach du Kacke. Aha, warte mal, hier links ist ein Weg. Da muss ich halt den Weg fahren. Ja, da müssen wir uns hier irgendwie lang fahren. Wir müssen uns links hier am Ufer vorbei hangeln, weil da links ist ein Weg. Da müssen wir da rein. Sauf mir nicht ab, sauf mir nicht ab, sauf mir nicht ab. Ja, wir fahren mal ganz kurz durchs tiefe Wasser. Ist cool, wir schaffen das. Habe ich das jetzt? Ah, hier kann ich ein bisschen hoch. Ja, hier ist gut. Da links, es geht irgendwo ein Weg wieder rein. Genau da, den nehmen wir mal mit. Wir müssen mal einen kleinen Umweg fahren. Direkt kann ich nicht fahren, der kommt hier nicht durchs Wasser. Ist ja doch ein bisschen sehr tief. Naja. Jetzt müssen wir mal kurz eine Route stellen, die ich mir irgendwie mache. Wir fahren dann hier lang. Fahren wir hier auf die Straße. Ja, fahren wir ruhig. Hier, hier. 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 Dann fahren wir hier irgendwie lang und kommen dann irgendwie hier rüber
zu den beiden Trucks. Das ist der Plan. Das dürfte aber eigentlich machbar sein. Das dürfte man eigentlich hinbekommen. Weil es jetzt keine zu krasse Route. Weil das alles auf Wegen ist. Dementsprechend dürfte es auch den Land Rover schaffen. Ja, der Fluss ist halt einfach viel zu tief. Also wir tauchen ja bis über die Scheibengrenze ein. Und das ist ja, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Wenn ich unter Wasser fahre, das ist irgendwann ist auch mal Schluss. Da kannst du auch einen Schnorchel haben. Aber über Wasser fahren funktioniert immer noch nicht. Also unter Wasser fahren. So, hier geht's lang. Oh, erstmal Schaden bekommen. Da bin ich aber voll gegen den Stein gedotzt. Oh, ist mal wieder asphaltierte Straße. Ja, gibt's ja gar nicht. So, Allrad-Diff kann ich aber direkt anlassen, weil daneben geht's nämlich direkt wieder von der Straße runter. Hier wieder in den Wald rein. Alter. Aber ich würde sagen, den letzten Weg, den werden wir dann in der kommenden Folge hier bei Mudrunner machen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen oben da. Und ja, nächste Folge geht's dann auch erst los mit dem Truck. Ich bin gespannt, wie wir da durchkommen. Ich habe echt Schiss vor der Karte. Und ja, damit bin ich raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im kommenden Video wieder. Bis dann. Tschüss.